Hallo und herzlich willkommen zum Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof gegen Hof gegen den Mikado Place XD. Hallo. Hallöchen. So, und heute mit dabei drei Lohnunternehmer. Uiuiui. Was ganz anderes. Der Tigerfarm natürlich. Hallo. Der Racex und der Satan. Hallo. So. Wir starten dann, wo wir gestern aufgehört haben. Ja. Und Tigerfarm wird so die Disposition übernehmen. Das heißt, er wird sich halt melden, wenn irgendwas unklar ist oder sonst irgendwie. Ich bin Dispo. Ein U-Dispo. Dann starten wir mal. Bis später. Jo. Schiebst du uns? Ja. Nicht anrufen, ganz mal auf. Schieben, ja, krieg ich hin. So. Uiuiui. Da wurde kurz die Aufnahme gecrashed. Naja, passiert, kommt vor, alles gut. Ich glaube. Wie kam die Mafia-Mutter rein? Nichts gegen die Mutter? So, klopf, klopf. Oh nein. Mikado, jawohl. Wir brauchen einen Auftrag für Satan. Ja, warte. Ja, Mikado hat gesagt, oh nein, also lass mal das einfach. Er will keinen Auftrag für Satan. Nein, hallo, nein. Gut, dann kann ich ja wieder gehen, oder? Nein, bitte nicht. Ja. Und zwar Feld 21 müsste bitte gesät werden. Also geprobert, aber mit der Direktsaat, bitte. Ja. Welche Saat? Wie immer, Gerste. Gerste? Voll wie schön. Ja. Also krieg ich Satan hin. Das ist ein bisschen unhöflich, nicht mal Tschüss gesagt. Eieiei. Ich hoffe mal, das war nicht zu hören. Doch. Da fiel der Deckel des Topfes durch die Küche. Ja, heute ist auch hier Highlight. Ein Krach-Video. Passiert, so, passiert. Oh, ich glaube, ich bin zu langsam. Ich glaube, ich bin zu langsam. Der LKW fährt nur 18. Ich glaube, die Säemaschine fährt 20. Oh, ja. Also, ich hasse den Ladewagen gerade hier. Ich bin nur ein bisschen mit dem gefahren, also gegen den gefahren. Und schon ist er komplett umgedreht, so dass ich ihn fast gar nicht mehr ankuppeln kann. Der Ladewagen? Ja. Welchen hast du denn? Na, den ganz normalen. Den Standard normalen. Der günstigste. Den Pöttinger? Ja. Wieso kauft man sich sowas? Ey, den hast du dir am Anfang auch gekauft. Nein, den Pöttinger, oder? Ja, doch, stimmt. Stimmt, da war was. Da war ich auch noch arm und klein. Ja, jetzt aber. Jetzt habe ich gar keinen. Ich pumpe mir schon seit 8 Folgen oder so den vom LU. Den müssen wir immer noch abrechnen, ich weiß. Aber ich bin gleich fertig mit dem Ladewagen. Also in der Folge schaffe ich das. Dann müssen wir den mal abrechnen. Kann sein, dass es bei mir gleich immer los ist. Das passiert gleich immer. Ein kleines Krach, wo ich da muss. Kannst du ja rechtzeitig muten. Ja, versuche ich gerade. Ich habe schon hier meinen Mutenknopf bereit. So, ich könnte es vielleicht doch schaffen, dass wir da zeitlich hinkommen. Ach Mist, ich blockiere doch dann nicht kurz. Bin so blöd. Sehr gut. Sehr gut den Helfer blockiert. Ja, gar nicht. Doch, war gut. Dadurch konnte ich mir ein bisschen. Sagen, ich noch 3 Paletten, ne? Oh, jetzt bin ich voll. Okay, dann hat sich sowieso erledigt. Maruna? Ja. Jetzt sind noch Paletten. Ja, Kalk. Hier sind noch 3 Stück. Kalk. Ja, Kalk, trotzdem müsste das bitte mal weggeräumt werden. Okay, ich räume es weg. Ich find's doof, dass man
Ja, muss ja jetzt nicht machen. Ich will ja mal so gut sein. Ich räume es weg, habe ich bisher. Aber bitte bis zur übernächsten Folge muss es mal mindestens. Okay. Krieg ich hin. Also erst in der 80. Folge. Nächste Folge. Versprochen. Spätestens. Okay. Das wird ich mir merken. Ich muss gerade nur kurz was gucken. Was sind diese Autoload drin bei Ballen, gell? Was? Autoload bei Ballen haben wir, ja? Wir haben doch einen Autoload drin. Klar. Round Bale, ja, Autoload. Kann der wirklich nur Ballen laden oder auch Paletten? Also bei mir könnt ihr keine Paletten laden, das weiß ich. Okay, schade. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der bei mir nur meckerig war, weil du hast ja gesagt, dass die Geräte und so alles für dich arbeiten, deswegen. Nee, also ganz so sollte es nicht gewesen sein. Ne? Okay. Nee, dann muss ich mal gucken. Da muss ich mir extra was mieten. Ich hab nicht mal einen Traktor. Ach, das ist aber schlimm. Und nicht mal einen Traktor mit Frontlader. Hab ich zwei Traktoren? Nee, ich hatte mal zwei, glaube ich. Frontlader sogar. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Okay, super. Oh, okay. Bei mir läuft das aber gerade richtig hart. Okay, von daran liegen, dass ich immer noch mein Internet im Hintergrund aufpasse. Was muss offen bleiben. Jetzt finde ich das seid ihr gleich nicht mehr wieder. Aber so im Sprachkanal lag ich jetzt nicht, oder? Nee, da ist alles gut. Ja. Komisch. Und wie viel MS habe ich denn gerade? So ein bisschen. So, ja, was ist? Verona. Moment. Dann hab ich kein Ding gehört. Was machen wir denn wegen dem Ladewagen? Ich habe noch nicht nachgeguckt. War schade. Ja. Was hätten sie denn so generell gesagt pro Folge? Also ich hätte jetzt gesagt 200 pro Folge. Wenn es dann jetzt mit der 6 werden, dann werden es ja 1200. Also Varuna? Ich unterhalte mich gerade. Ja, okay, 1200. Ja, das sollte kein Problem sein. Ja, Mikado, wir haben ein Problem. Da liegen noch beide. Ja, ich wollte gerade sagen, ich dachte, sie hätten die schon. Bitte nach unten. Ja, mach ich. Ja. Bei dir muss nochmal eigentlich geschwadert werden, weil hier wurde eine komplette Schwadbahn ausgelassen. Okay, machen Sie bitte da, wo schon geschwadet ist, schon mal weiter. Auf Wiese 1 müsste es dann auch noch weitergehen. Also ist einfach alles, was geschwadet ist. Ich komme dann gleich nochmal hoch zum LU. Okay. Oder beziehungsweise, wenn Mikado weg ist, könnte ich nochmal bitte gezogen werden. Ja. Okay. Gut, danke. Jo, tschö. Tschö. Als ob ich nochmal da schwade oder irgendwas dafür bezahle. Das kann mal gar nicht sein. Tigerfarm hat geschwadet und es nicht ordentlich gemacht und jetzt soll ich nochmal dafür bezahlen am Hintern vorbei. Also ganz ehrlich, Moment. So. Nee, das kann er vergessen. Nicht mit mir. Entweder er wird da nochmal nachbessern oder ich zahle den Ladewagen nicht. Und den Ladewagen wollte ich eigentlich deutlich mehr bezahlen, weil
1200 für den. Ich habe den seit 8 oder 9 Folgen. Ein bisschen wenig. Na, da bin ich. Ich bin da und gleich wieder weg. Das LU sollte mich gleich nochmal ziehen. Entschuldigung, dass ich gerade eben so plötzlich reingekommen bin. Nächstes Mal aber vielleicht einfach die Dispo ziehen oder den LU, wenn man alleine ist, der für einen arbeitet. Ja. Ja, ich musste das ja dem Headgirl sagen, weil er ja vergessen hat, seine Ballen wegzuspielen. Naja. Der sollte mich eigentlich gleich ziehen, weil da gibt es auch nochmal eine Reklamation von mir. Ja, die haben irgendwie gerade sind die durch den Wind, habe ich so das Gefühl, ne? Ja, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas haben die wir mit denen getan, dass die nicht mehr. Ja, ich muss noch einen Anhänger holen. Verdammt. Hab schon ganz vergessen. Wird der gerade gekocht? Ja. Ja. Eben so. Ja. Ja, Herr Rysex hat sich beschwert, dass nicht alles geschwartet ist. Ja, ist auch so. Ja. Ja, wer hatte den Auftrag zu schwaden? Ich nicht. Ich. Dann bitte ich um Nachbesserung und zwar kostenfrei. Ja. Vielen Dank. Der Ladewagen wird gleich bezahlt. Tschüss. Tschüss. Oh, ist die sauer. Hat der sich angehört? Was wollte ich denn gerade machen? Ach, den Ladewagen bezahlen. Ich glaube, Tiger Farm flucht gerade. Mikado, sind Sie noch da? Ja. Ja. Was ist denn passiert? Auch Tiger Farm flucht gerade. Wieso? Als du oben warst, hat sich Rysex beschwert, dass nicht alles geschwadet ist bei mir. Den Schwadauftrag hatte aber Tiger Farm. Ja, und jetzt? Jetzt habe ich gesagt, bitte nachbessern und zwar kostenfrei. Ja, okay. Das hat ihn, glaube ich, etwas geärgert jetzt. Oh, was mache ich denn eigentlich für ein Bullshit? Oh Mann. Ich habe mir heute die Folge mal angeguckt. Unfall mit Dashcam. Beweis. Ja. War das heute oder war das gestern? Ich weiß gar nicht mehr. Das war letzte Woche. Ja, am Aufnahmetag. Heute oder gestern. Wie vielte Folge war es denn? Keine Ahnung. Na, müsst ihr einfach mal reingucken. Ja. Ja, ich meine, es war die 66. Das war schon echt lustig. Da sieht man nur so, wie der im Vordergrund erstmal so um die Kurve will, auf einmal voll auf deine Spur gebrettert ist und gegen dich. Ja, guck mal, dafür ist die Dashcam schon wichtig. Naja. So, warte mal, dann kann ich doch das hier kurz ausprobieren. Kannst du das wirklich? Ich versuch's. Arbeitsstellung, Spanngurte. Nee, geht nicht, okay. Nein. Falsche Taste. Vor allem, ich fühle mich immer noch ein bisschen verarscht bei den Mähwerken. Da kostet dieses seitliche Mähwerk kostet 16.000, ne? Mhm. Und das auf der Arbeitsbreite von 4,2. Und jetzt gibt's noch dieses andere, das 17.000 kostet, hat aber nur eine Arbeitsbreite von 4. Also da fühle ich mich schon ein bisschen verarscht. Selber schuld, wenn man das kauft. Ja, ich hab's ja nicht gekauft.
Ach so. Aber ich würde mich dafür arschfühlen, wenn ich das kaufen würde. Ja, klar. Ja, geht ja nicht. Oder er hat gesagt, ist los. Ich habe gehört, Folge ist Ende. So ungefähr. So. Wenn Sie schon die Abrechnung haben, können Sie sich nächstes Mal ein, zwei Minuten mehr zurücklassen. Nein, passt. Gut, dann. Was kriegen die Herren? Ja, die Herren vom Beinpressen. Also Waysex 603 Millionen. Spaß. Nee, gar nicht, 1100 sogar. Ich wollte gerade 1100 sagen, Millionen. Wenn hier zu hohe Ansprüche kommen, dann verweigere ich die Zahlung. Die kostenfreie. Ja, ich sollte schon zufrieden sein mit der Arbeit, sonst ist das nichts. Wir sind so teuer. Was haben Sie gesagt? 1200. 1100. 100. Ja, Razek. Gut. Ja. Wir sind so teuer. Und Zayden, du hast jetzt gepresst und ein paar Ballen noch geholt, ne? Ich hab jetzt nicht gepresst, ich hab nur die Ballen angefangen zu holen. Das heißt. Na, wo ist es denn? Sind jetzt. Bestimmt 200. 200. Oder weil es. Ja. Passt so. Danke. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat. Like, Abo und Kommentar nicht vergessen. Ja. Like, Abo oder Kommentar und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.